Am Mittwoch erwartet uns richtiges Wohlfühlwetter, auf jeden Fall was die Temperaturen angeht, vor einer kurzen Blitzhitze, die dann am Donnerstag zu uns kommt. Aber erstmal der Reihe nach hier die Animation für den Mittwoch. Ja, da haben wir es mit einer Gemengelage zu tun aus verschiedenen Tiefs. Grundsätzlich haben wir aber über Deutschland ein Zwischenhoch liegen. Und das macht sich besonders in diesem Streifen von Schleswig-Holstein hier quer über die Mitte Deutschlands bis ins Vogtland und zum Bayerischen Wald bemerkbar. Im äußersten Osten und Nordosten ziehen noch Wolken mit vereinzelten Tropfen durch. Und hier im Westen sind die Wolken auch insgesamt dichter. Es ist ein schwacher Warmfrontregen, der aber später dann aufhört. Das bedeutet für den Vormittag, wir starten hier vereinzelt noch mit Schauern nordöstlich der Elbe. Andererseits hier ganz im Westen dichte Wolken mit ganz leichtem Regen. Letzte Tropfen fallen auch am Alpenrand, generell über Süddeutschland eher stark bewölkt. Und dann dieser doch breite, freundliche Streifen von Schleswig-Holstein bis ins westliche Erzgebirge. Der hält sich auch am Nachmittag, verbreitert sich noch ein bisschen in Richtung Bayern, in Richtung Hessen und auch Baden-Württemberg, wobei hier immer noch einige Wolkenfelder sind. Auch hier Wolken und Sonne im Wechsel. Und hier im äußersten Westen lässt der Regen nach, aber da ist es doch ziemlich grau insgesamt. Deswegen auch hier nur maximal 3 Sonnenstunden. In diesem freundlichen Streifen sind es 8 bis 12 Stunden Sonne. Also da sieht es richtig klasse aus. Und ansonsten in Deutschland ebenso um die 5 bis teilweise 7 oder 8 Stunden Sonnenschein, summiert über den Tag. Die Temperaturen entsprechen so ein bisschen der Wolkenverteilung. Am kühlsten hier so Richtung Münsterland unter den dichten Wolken mit maximal 19 Grad. Ansonsten so 20 bis örtlich 26 im Südwesten. Die Sonnenscheindauer am Donnerstag, die schießt ja förmlich den Vogel ab, und zwar hier im Südosten und Osten Deutschlands bis zu 16 Sonnenstunden sind möglich. Nach Westen hin ist es deutlich weniger, und mit dieser Sonne kommt auch ein Schub heiße Luft. Im Südwesten bis zu 30 Grad, aber überall wird es deutlich wärmer.